Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Together. Yay! Ja, 1.4.2 ist auch auf dem Server nun verfügbar. Was für uns endlich sehr gut ist. Denn ja, in dieser Folge möchte ich eigentlich als erstes mal meine 22 Dinge, Item Frames, soweit mal anbringen. Denn mehr habe ich nicht. Ich dachte mal, dass ich mehr Leder habe, aber irgendwie finde ich die nicht. Irgendwie stimmt schon wieder das nicht. So. Also keine Ahnung, wo ich die hin habe. Oder ob ich die überhaupt noch habe. Und wenn ja, wo. Aber die habe ich mir jetzt gerade eben noch kurz bei der Messe geholt. Bei ihrer Farm, die darf ich auch mit benutzen. Und ja, das heißt, so viel haben wir jetzt, 22 Item Frames. Vorerst reicht's nicht. was wir übrigens noch machen müssen, ist entscheiden, was für Blöcke wir verwenden. Und ich war der Meinung, dass wir auch hier Dschungelwood verwenden werden. Ich glaube, dass das ganz gut ausschaut dabei. Sprich, wir gehen so darauf. Allerdings, wie wir das jetzt dann hier machen werden, weiß ich noch nicht ganz. Ob wir das dann komplett oben runterhängen lassen oder immer mal wieder anstückeln. Ups. Das ist jetzt cool, dass man das jetzt wieder normal platzieren kann quasi. Und sich so verhält wie Pistons. Quasi mit der Seite, wie du es platzierst. Wird auch dann quasi die Art, wie es da steht. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin ein bisschen verkältet. Deswegen ist meine Stimme jetzt auch nicht mal gerade so der Burner. Aber ich würde mal sagen, lieber eine LP-Folge als nix. Beziehungsweise lieber eine LP-Folge mit einer merkwürdigen Stimme als nix. So, ich wusste doch, wir brauchen noch mehr Holz. Habe ich wieder voll vorgesagt. Gut. So, wir haben 22 Item Frames. Die uns nicht reichen, ist klar. Aber ist ohnehin mal die Frage, lassen wir das überhaupt so mit den Kisten? Ich glaube, rein theoretisch könnten wir noch eine Reihe Kiste drauf machen, oder? Es wären ja nur Upside Down Half Slabs. Ich glaube, das würde noch gehen. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Ich würde sagen, zwei Doppelkisten pro Item dürfte eigentlich reichen, oder? Dann würde ich es nämlich so machen, dass wenn wir hier ein Item Frame haben, das für die links und rechte, jeweils links und rechte Kiste gilt. Genau. Hier dann genauso. Wir werden dann später das dann doppelseitig machen, damit wir auch von der Seite noch rein können. Aber momentan haben wir zu wenig Item Frames. Oh, ja, ein Item Frame brauchen wir nicht gleich auch noch Item Framen. So, jetzt haben wir nur noch zwei übrig. Hier wird es ein bisschen interessanter. Ich würde sagen, da nehmen wir einfach alle drei Kisten, oder? Genau, aber wir setzen trotzdem zwei Item Frames dann. Zum Beispiel die Nahrung würde ich hier ganz gern hinpacken. Und zwar da unten. Dann setzen wir da schon mal einfach mal ein Fleisch rein. Das ist das quasi ungekochte. Und hier das gekochte und hier dann das andere Zeug vielleicht. Denn ich habe zu viel Fleisch mittlerweile. Messer hat mich da letztens mit, keine Ahnung, 10 Stacks überhäuft. Irgendwie sowas war's. Und ich bekomme selber auch noch immer permanent welche. Ach, der Messer muss ich noch ein paar Diamanten geben. Die hat mir letztens ein paar, weil ich nichts dabei hatte, wieder. Mei, ich war wieder so schlecht vorbereitet. War ich Level 13 und hatte ich nichts zum Enchanten. Nein. Die bringen wir ja dann gleich noch vorbei. So, Fleisch kommt mal hier rein. Das ist jetzt schon gekocht, gell?
Ach, wisst ihr was, wir haben einfach das komplette Fleisch hier rein und scheiß drauf, ob es gekocht ist oder nicht. So, dann holen wir hier die ganzen Kartoffeln mal rein. Die Potatoes. Was haben wir hier rein? Getreide und so. Dann machen wir unten die nicht gekochten. Zwei rein. Zombie Meat kommt hier nicht rein. Jeweils zwei rein, das sollte eigentlich reichen, oder? Ne, wir machen das doch so. Und das kommt weg. Dann kommt das dahin. Jeweils zwei rein. Und ich glaube auch die Kartoffelkiste wird jetzt nicht so schnell voll werden. Wir nehmen erstmal das ganze Fleisch. Damit wir hier mal wenigstens ein bisschen angefangen haben, unsere Sachen umzuräumen. Ich mache das jetzt mal soweit und dann werde ich entweder nochmal zur Farm von der Messer schauen und wegen den Kühen. Das Blöde ist, sie hat nur einen einzigen Kuhspawner, weil das mehr darf man auch nicht haben. Das heißt, das geht nicht so schnell voran. Aber eventuell finde ich noch irgendwas irgendwo in ihrer Küste, lalalala. Ich werde natürlich dann auch da was da lassen. Aber vermutlicherweise nicht, so wie sie es letztens gesagt hat. Was habe ich eigentlich hier für Potions drin? Ah, no effect. Und kann mir das dann halt ansonsten im Shop kaufen. Genau. Also ich mache das jetzt immer soweit und dann sehen wir uns gleich wieder. Made in progress. Ja, kommt schon ganz schön was dahergespült. Da bekommst du noch eine Falle Kartoffel von mir. So, ich wollte jetzt mal gucken, wie viel das jetzt sind. Und? Boah! 1, 2, 3 Stacks und 4 Karotten. 1, 2, 3 Stacks, 10 Potatoes und eine Poisone. Cool. Ah, geht ganz schön ab, wenn du das 5, 6 Mal machst. Und Knochenmehl hast eh genug. Na gut. Und willkommen zurück in der Messerbase. Ja, ich bin gerade hier unterwegs, beziehungsweise gerade eben hier angekommen. Und ja. Ich habe die drei Diamanten dabei, die legen wir dann später noch in die Diamantenkiste. Doch, soweit ich weiß, ja, hat sie hier kein Leder mehr. Ich glaube, das hat sie alles in ihren Shop gepackt. Warum wohl? Weil alle Leder brauchen. Schauen wir doch mal, ob zufälligerweise bei ihrem Farm gerade noch was da ist. Nee. Aber hier wäre gerade wieder was. Ausgeschalten ist sie, aber die Farm, okay. Burnen wir sie doch mal kurz zu Death. Schauen wir mal, ob wir dabei wieder irgendwas bisschen bekommen. Wow, zwei Leder. Das ist ja wirklich der Wahnsinn hier. Jetzt haben wir vier Leder. Schmeißen wir doch mal die Farm an. Das hier ist übrigens die Karotten- und Kartoffelfarm, die wir ja beide miteinander sozusagen gefunden haben. Sie hat die Kartoffel, ich habe die Karotte gehabt. Wir haben uns ausgetauscht. Und jetzt hat er beide. Ich habe mir dann, keine Ahnung, zwei Stacks gemacht oder so. Und ja, jetzt hat beide jeder was. Diese Kartoffeln sind recht lustig. Die heißen Poisonous Potatoes. Das sind quasi vergiftete Kartoffeln. Die kommen, keine Ahnung, so und so oft vor. Also ziemlich selten, wenn du das hier einmal abwäschst, kommst du vielleicht eine raus oder so, maximal zwei. Und die vergiften dich mit Poison. Ich glaube 4 Sekunden oder so. Das ist ganz lustig. Ja, sowas, dass hier sowas einbauen. So, das dauert jetzt hier wieder ein bisschen, bis hier Leder kommt. Obwohl wir brauchen ungefähr, keine Ahnung, einen Stack noch oder so. Damit wir hint und vorne zusammenbekommen. Beziehungsweise voll bekommen. Vorerst rechnen sie mal vorne. Dann können wir schon mal grob soweit einteilen. Und ja, ich warte jetzt hier mal kurz, je nachdem wie groß das Leder ausfällt, sehen wir uns gleich wieder.
So, nach einer kleinen Pause, in der ich ein paar Tränke gebraut habe, schauen wir mal, wie viele jetzt hier da sind. Ich würde sagen, wir machen hier mal aus, lassen die letzten paar noch runterkommen. Und dann braten wir die ganzen hier mal. So schön, so ist es gut. Und wir haben unglaubliche 20 Leder wieder. Also ihr seht, es dauert ganz schön lang schon, aber es ist besser als so zu farmen. Würde ich mal sagen, vor allem man bekommt ziemlich viel Fleisch dadurch. aber das ist doch ein bisschen zu langsam, meiner Meinung nach. Was habe ich hier eigentlich noch drin? Ah, Müll. Ich würde sagen, ich bringe die Diamanten kurz zu ihr und dann schaue ich mal im Shop, ob ich da was finde oder. Oder? Mache ich das? Ja, ja, nee, ich glaube, das so dringend ist es nicht. Ich glaube, wir sehen uns eher dann gleich in der Skrillexi-Welt. Oder Skrillex-Welt, wie auch immer. Ja, Skrillex wird es wahrscheinlich nicht sein, weil das ist eine Band. Skrillexi, glaube ich, heißt. Um mal unser Haus jetzt dann schon langsam mal jetzt anzufangen, wie es dann ausschauen wird. Also bis gleich. So, jetzt sind wir hier in der Skrillexi-Welt und ja, ich möchte jetzt einfach mal hier anfangen. So genaue Vorstellungen habe ich noch nicht. Ich weiß bloß, dass ich es ziemlich sicher. Welches machen? Ich denke schon, dass ich es aus weißer Wolle bauen werde. Ich weiß noch nicht, wie groß es ist, sein wird, sein soll. Das Einzige, was ich weiß, ich möchte zwei Eingänge haben. Und zwar möchte das Haus ziemlich, wenn man jetzt zum Beispiel mal kurz unser Grundstück sich vorstellt, oder mein Grundstück, das sind jetzt quasi diese vier Bereiche. Machen wir mal kurz so. Das ist quasi mein Grundstück. Dann ist ja momentan hier mein Haus ungefähr. Und da der Ausgang momentan. Und dann geht hier eben die Straße so entlang und dann hier rüber. Und hier ungefähr habe ich noch so eine Straßenkreiselanbindung und da möchte ich gern quasi, dass das Haus hier quasi anschließt. Dann quasi mein Haus hier so rumsteht. So ziemlich groß. Vorne noch einen kleinen Hafen. Hier haben wir ja die Landzunge. Dann haben wir das hier noch alles Grünfläche. Das heißt, ich möchte ungefähr, dass mein Haus so wird. Ein ziemlich fettes Teil auf jeden Fall. Ich sag mal zweistöckig, mehr nicht. Und ja, bin ich mal gespannt, wie sich das so ergibt. Ich möchte auch so total sinnlos eigentlich, aber ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Vielleicht muss ich dann noch das Straßenbauamt anrufen. Aber eventuell quasi die Straße, die hier ist, die ist ja ein bisschen erhöht, dass ich vielleicht frage, ob man die Straße erniedrigen oder niedermachen kann. Und dass ich dann quasi da eine Einfahrt quasi finde, als so eine kleinen Gag quasi, so wie alle anderen haben. So eine Garage quasi und dann so ein kleines Haus, Auto reinbauen. Genau. Ich baue jetzt hier mal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und eine kleine Zwischenmeldung, ja. Ich habe jetzt hier mal soweit mein Haus mal vorerst ausgelegt. Zumindest vom Grundriss her. Wenn man es jetzt so betrachtet, kommt es einem ganz schön klein vor. Nichtsdestotrotz, es ist 40 mal 30. Und ich denke, eigentlich dürfte es reichen. Aber eigentlich brauchen wir nicht viel. Ich denke, das Haus, das ist groß genug. Ich glaube schon, dass wir es so machen. Ich habe einen Plan. Ich möchte gern die Wände quasi, ja, quasi dreifach machen. Quasi sagen wir mal, hier ist eine Wand. Dann ist die Wand quasi so. Denn zwischendrin möchte ich quasi Redstone, die Möglichkeit Redstone ja, leiten. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel hier eine Wandlampe haben möchte, kann ich es quasi, oder eben dann oben im zweiten Stock, kann ich quasi einfach nur Redstone nach oben bauen und somit hätte ich dann quasi eine, ja, eine Redstone-Leitung. Vielleicht mache ich das nicht immer, aber ab und zu bei manchen Räumen quasi doppelt dick, genauso wie bei der Decke. Ich möchte gerne Deckenbeleuchtung haben, so wie bei meinem Nachbarn, der hat ja sowas auch. Das gefällt mir ziemlich gut, einfach dann hier sowas. Und dann hast du halt eben deine
deine Redstone Lamp dann eben. Hast du dann eben deine Redstone Lamp hier drin. Dann hast du eben oben drüber dann dein Redstone, wo das Ganze quasi anschließt. Und dann oben drüber wieder hast du dann quasi den nächsten Boden sozusagen. Genau. So stelle ich mir das vor. Ich denke, wir können jetzt eigentlich dann schon langsam schon mal anfangen, das zu bauen. Vielleicht in der normalen Welt. Zumindest mal den Grundriss und so die Landschaften, die Landschafteignungen und sowas ändern. Und ja, wir werden auf jeden Fall viel, viel Wolle farmen müssen. Bis gleich. Boah, ist das mies. Der kleine Penner, der mich jetzt momentan nicht sehen kann, hat einen... Das dauert so lange. Aber ich will das auch haben. Das Teil kommt definitiv in meine Base rein. Kannst mich nicht sehen, hä? Können sie ja mal so machen. Uiuiuiuiui. Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Only my head is... Ups. Hey, geht das gar nicht mehr, dass man jetzt fliegen kann? Anscheinend nicht. Ja. So ist es. Total überrascht, aber der Penner hat schon so ein... Lol. Gehen das? Okay. Interessant. Das weiß mit Sicherheit jeder dann, der das mal nachschaut. Dass ich das war. Ach, egal. Ich bin der Fleischer. Gut, wir sehen uns wieder in meinem Haus. So, da bin ich wieder und ja. Nach reiflicher Überlegung werde ich diesen Bauauftrag an eine Firma abtreten. Die Firma nennt sich Messalini Industries. Sie baut sehr viele Häuser und hat auch gute Referenzen. Und ich denke mal, dass sie uns da durchaus ein ziemlich cooles Haus hinzaubern könnte. Zum Beispiel auch diese Körnung hier, die hat sie mir vorher schon empfohlen. Dann hat sie aber gesagt, nur alles aus weißer Wolle. Ja, sieht auch nicht so toll aus und vielleicht noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten und so. Und ja, jetzt sind wir gerade bei Google mal so am Schauen, was hier noch so sonst so an geilen Villen rumgibt oder rumsteht. Und dass sie dann vielleicht hier eben das ein bisschen mitbaut. Ich bin ja jetzt dann, es kommt jetzt dann morgen noch ein Video. Nicht da längere Zeit. Wann, wieso, wie lang, warum. Dazu kommt dann eben, wie gesagt, morgen ein Video. Und ja, ich hoffe, dass wir das dann in dieser Zeit dann irgendwie fertig bekommen. Ja, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir ja, wie sich das Ganze hier entwickelt. Also, ich hoffe, es hat euch diese Folge gefallen. Ist jetzt vielleicht nicht so lange wie normal, glaube ich. Aber es kann sich auch schon wieder geändert haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hohenkrebsreh meldet sich diesmal ab. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.